Seid gegrüßt, meine Freunde, zurück zu Star Wars Empire at War. Wir befinden uns an einem ziemlichen Tiefpunkt des Spiels. Ich denke, das können wir ohne große Umschweife so sagen. Denn das Imperium hat einen Blitzüberfall gestartet und Alderaan, der symbolisch wichtige Planet, wurde uns geraubt. Und dass das alles andere als gut ist, muss ich, denke ich, nicht erwähnen. Und man merkt, glaube ich, dass ich mit dem Schwierigkeitsgradmittel doch noch so meine Probleme habe. Ich muss ja sagen, ich habe zwischendurch sogar überlegt, ob ich nicht den Schwierigkeitsgradmittel zunächst aufgebe. Sind unterwegs. So, was kann man hier noch machen? Y-Wing-Geschwader hier. Und dann einen neuen Versuch auf Leicht starte. Hallo, Sir. Nein, ihr habt ja noch gefehlt. Einheit wird hergestellt. So, wir rüsten unsere Raumflotte mal ein klein bisschen auf, damit wir stabil sind, denn uns bleiben nur noch zwei Planeten. Und ganz anders als es geplant war, nämlich einen kleinen Feldzug zu starten, sind wir jetzt selbst dabei, unser eigenes Leben zu retten. Wie so ein richtiger Rebell das nun mal macht. So, jetzt haben wir eine Flotte, die, naja. Geschwader hier. Einheit gelöscht. Einheit Geschwader hier. Wenigstens gar nicht so schlecht ist. Wir sollten aber noch eine Korvette dazu bauen und das nicht nur mit Geschwadern vollpumpen. Denn jetzt würde ich ganz gerne daran gehen, doch mal zu Befehl uns wieder ein bisschen Basis aufzubauen. Dazu muss ich einmal kurz gucken, wie Korriban aussieht. Schrecklich. Einmal kurz gucken, wie Wayland aussieht. Schrecklich. Das sind natürlich keine tollen Planeten. Oh, großartig. Also, mal wieder kommt man nicht dazu. Im Gegenteil. Das Imperium klopft mal wieder an die Haustür. Und mit was kommen sie? Ja, genau. Das hat ja noch gefehlt. Also, machen wir die Tür auf. Ja, schon. Müssen wir Yavin noch vorlesen? Nein. So. Da ist unsere Flotte. Hier kreisen ein paar Y-Wings und X-Wings durch die Gegend. Dass sich uns eine imperiale Flotte nähert. Nee, wirklich. Wir müssen die unschuldigen Bewohner dieses Planeten verteidigen. Viel Glück. Geschwader hier. So. Wir greifen an. Y-Wing-Geschwader hier. Zu Befehl. Geladen und bereit. Melde mich wie befohlen, Commander. Wir müssen uns mal ein bisschen aufteilen. Einsatzbereit. Eure Befehle, Sir. Einsatzbereit. So, die müssen uns mal hier gegen schicken. In Bereitschaft. Energieflut wird aktiviert. In Bereitschaft. Feuer bereit. Ich brauche Hilfe. Ja, toll. Die Y-Wings stürzen sich direkt ins Geschehen. So, hier haben wir einen Haufen Bomber. Oh, Wedge ist schon tot, oder was? Meine Güte, das ging ja schnell. So, und jetzt greifen wir nämlich direkt die Victory-Kreuzer an. Wenn die großen Schlachtkreuzer eine Schwachstelle haben, dann sind es eben Geschwader. Na, das war nicht gut. So, der erste ist nämlich jetzt down. Und jetzt geht es direkt auf den nächsten.
Bomber hier. Schießt auf diese Laser. Roger bestätigt. Na, ich will das gerne anwählen. Wobei, das kein Umfeld könnte sich mal hier rum kümmern. Ich kann leider nicht alles gleichzeitig verteidigen, das funktioniert einfach nicht. Und da kommen noch so viele, das ist nahezu unmöglich zu verteidigen. Sag mal, Kanonenboot, wo fährst du denn hin? Was machst du denn da? Die Kanonenboote sind leider irgendwie nicht immer so... So, jetzt müssen wir die noch ausschalten. Oh, nur noch nicht mehr so viele Y-Wings. Ja, ich habe auch keinen Hangar mehr, das heißt, es kommt keine Verstärkung mehr. So, ihr kümmert euch darum. Ja, gegen diese ganzen Haufen von Bomber habe ich keine Chance. Aber wenigstens nehmen wir noch ein paar Broadside-Kreuzer mit, die uns ja nicht mehr die ganze Station tot schießen mit Raketen. Ich weiß, dass die Raumstation schwer beschädigt wurde. Ich bin da nicht blind. Und das werde ich auch nicht überleben. Leider ein aussichtsloser Kampf. Wir können nur noch versuchen, so viele Feinde wie möglich mit in den Tod zu nehmen. Also, wenn das in der Folge jetzt genauso ein Tiefschlag wird, dann bin ich ganz ehrlich, dann muss ich das abbrechen und auf leicht neu starten, weil so hat das ja überhaupt keinen Sinn. So werden ja überhaupt keine Fortschritte erzielt. So, ich denke, den einen hier können wir noch mitnehmen und ansonsten war es das. So, die Raumstation ist gleich kaputt. Genau jetzt. Na, nee, nicht mal das können wir noch mitnehmen. Wir schaffen es nicht mehr, den kaputt zu kriegen. Schade. Tja, aber sag mir einer, wie man so etwas abwehren soll. Schwer zu sagen. 2, 2, 3. Naja, mit der kleinen Flotte ist das keine schlechte Ausbeute. Aber naja, toll sieht anders aus. So, dadurch haben wir auch erheblich Truppengröße eingebüßt. Fahrzeug wird produziert. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. So, mit was rücken Sie denn jetzt an? Mit etwas, was ich kaum verteidigen kann. Also, werfen wir mal einen Blick drauf. 4 Scouts, 7 Truppler-Timeballer kann man erledigen, die ATSTs kann man erledigen, die Smart-Einheiten. Machen wir erhebliche Sorgen. So, mal gucken, was das wird. Mann, was braucht er denn so lang? Ja, in Ordnung. So, auf Yavin haben wir uns wenigstens ordentlich zugemüllt. Was kann ich tun? Oh, was ruckelt das? Nutzt das Gelände zu eurem Vorteil. Wir so, müssen greifen. Diese Invasion oh, Mann! Wenn die Rebellion überleben soll. Bin dran, Sir. Wir haben den Gegner ausgemacht. T2B verstanden. Ich habe ihn im Visier. Kann ich helfen? Ja, bestimmt. Sofort. Wärme zerstört. Habe verstanden. Geschütze aufgeladen. Bereit. Bestätigt! Ach wirklich, wir haben meinen Bauplatz erobert, was du nicht sagst. Bin schon so gut wie da. Erwarte Anweisungen. Wir haben einen Bauplatz erobert. Panzer bereit. Deckung! Ja? Erster! Start bereit. Roger bestätigt. Oh ja, großartig. Information.
So, hierhin. Jawohl. Und dahin. Der Schiffsturm wird gebaut. Eure Befehle sind unterwegs, Herr. Erwarte Befehle. Wir haben einen Bauplatz erhoben. Waffen bereit. Verstanden. Bin dran, Sir. Kurs berechnet. Habe verstanden. Kann ich helfen? Ja, haltet ihr mal bitte den auf, auch wenn das nicht funktioniert. So, dahin, angreifen. Melde mich wie befohlen. Ziele auf den Gegner. Gefechtsbereit. Ich weiß, dass die Einheit zerstört ist, das musst du mir nicht sagen. Der Schiffsturm wird gebaut. Der Schiffsturm wird gebaut. Melde mich wie befohlen. Startbereit. Roger, bestätigt. Ja, Sir. Antrieb vorgeladen. So, hier lagert noch ein bisschen was als Backup, sozusagen. Melde mich wie befohlen. Rücken in dieses Gebiet vor. Der Schiffsturm wird gebaut. Der Schiffsturm wird gebaut. Jawohl, Commander. Ziel in Reichweite. Information. In die Rebellion. Vorwärts. Wo werde ich gebraucht? Erwarte Befehle. Roger, bestätigt. So, ihr greift jetzt die an. So, ihr macht das jetzt hier klar. Denn mir reicht es jetzt. Der Schiffsturm wird gebaut. T2B verstanden. Und ihr rückt auch hier gegen vor. Bereit. Zielkoordinaten bekommen. Da? Sofort! Bin hier! Was zum Teufel? Bombardement, fuck. Scheiße! Angriff! Feuer! Konstruktion abgeschlossen. Panzer in Bereitschaft. Eröffnet das Feuer! Artillerie online. Torpedowerfer sind mobil, Sir. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. So, jetzt schicken wir die noch dagegen. Für die Allianz. Panzer bereit. Erwarte Befehle. So, und ihr nehmt jetzt bitte ruckzuck das hier ein. So, und jetzt zeigen wir mal, was wir können. Zack! In your face! Startbereit! Rückzug! Wir rücken vor! Bereit zum Helfen! Jawohl, Commander! Bin fast da! Verstanden. Unterwegs. Roger bestätigt. Ah, verdammt. Auf dieses Ziel. Information. Hierhin. Vorrücken. Angriff. Habe verstanden. Verteilt euch, Männer! Der Schiffsturm wird gebaut. Ja, Sir. Gegner als Ziel erfassen. Erwarte Befehle. Rückzug! Robert! Melde mich wie befohlen. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ja, abgeschlossen. Was wir uns hier aufbauen. Bereit, hier entladen. Leider haben wir hier ein bisschen was an Gebäuden verloren. Wir haben einen Bauplatz erobert. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir haben einen Bauplatz erobert. Roger, bestätigt. Nein, jetzt fahr doch ein. Bleib doch einfach da stehen. Was machst du denn? Greife Ziel an. Wir haben einen Bauplatz erobert. Habe verstanden. Wie dumm muss man eigentlich sein? Wie dumm muss man sein? Feuer frei. Melde mich wie befohlen. Anstatt dass sie wegfahren, behindern die sich gegenseitig. Bereit. Okay, ihr nervt einfach nur. Braucht ihr Hilfe? Ja, ich glaube schon. Jawohl, Sir. Angriff.
Oh, Menschenskinder, ey. Hallo, Commander. Ja, hallo, Commander. Ich steige auf. Ja. Ja, weißt du, wie kann man denn nur mit so wenig Gehirn geboren sein? Ich bin hier, Sir. Ja, Sir. Ich folge euch. Sofort. Oh ja, ich schick sie auch noch in den Tod. Wir rücken vor. Wir haben den... Ja, ist okay, aber das war wieder dumm und dämlich. Dümmer ging's überhaupt nicht. Ich habe 3 ganze Einheiten verloren. 3 ganze Panzereinheiten. So blöd muss man doch nicht sein, ehrlich. Aufbau hat begonnen. Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aufbau abgebrochen. Aber ich kann ja nicht mal meine... Konstruktion abgeschlossen. Hoi, 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 hoi. Die Ulan-B-Fregatte hier. Ja. Fahrzeug wird produziert. Fahrzeug wird produziert. Dumm, dümmer Recke. Wirklich. Also noch viel beschissener ging's überhaupt nicht. Konstruktion abgeschlossen. Na, ich kann keine Einheiten mehr Gebäude bauen. Gebäude wird errichtet. Ich meine... Der taktische Vorteil auf Yavin ist halt einfach, dass die Truppen so aufgestellt sind, dass sich da oben alles sammelt. Also, Yavin kenne ich aus den Zeiten noch, in denen man es mit dem Imperium erobern musste. Eine einzige Tortur war das immer. Und von daher war ich mir da relativ sicher, dass wir die Truppen zurückschlagen können. Aber es hat lang gedauert, es ging wieder mit sehr vielen Verlusten einher. Und letzten Endes hat es unsere Lage noch nicht wirklich verbessert. Denn wir haben jetzt keine Panzereinheiten mehr. Wenn uns das Imperium jetzt angreift, nochmal. Wir werden jetzt nochmal einen letzten Luftschlag versuchen. Denn mehr können wir im Moment einfach nicht machen. Und so müssen wir dann Stück für Stück Stoßangriffe wagen. Koordinaten empfangen. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. So, am besten sofort raus aus dem Nebel. Koordinaten empfangen. Wir marschieren auf die feindliche Festung zu. Wir müssen diesen Stützpunkt eliminieren, wenn wir den Planeten befreien wollen. Habe verstanden. Melde mich wie befohlen. Flugsysteme aktiviert. So, natürlich haben wir den Nachteil, dass die Victory-Kreuzer, das ist generell bei Kreuzern des Imperiums so, da sind sie. Eigene Geschwader produzieren. Daran hätte ich denken sollen. So, ihr wartet jetzt bitte, bis diese super Angriffswelle von den Victory-Kreuzern vorbei ist. Genau, jetzt. So, meine Y-Wings sind schon tot. Ja. Alles klar, das läuft überhaupt nicht. Ich sehe schon, so wird das nix. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir denen damit Paroli bieten können, aber Pustekuchen, alles klar. Dann werde ich, denke ich, das Projekt abbrechen. Wir haben unsere Laser erwischt. Ja, also, das ist... der endgültige Entschluss meinerseits. So leid mir das tut, aber ich hab's versucht. Es hat nicht funktioniert. Ich habe kein Skill in diesem Spiel, wie mir scheint. Zumindest reicht es nicht für den Schwierigkeitsgrad Mittel. Und von daher werde ich das Projekt jetzt wohl noch einmal neu starten. Und ich werde dann eben
so weit spielen, bis wir eben bei unserer ursprünglichen Mission wieder angekommen sind. Und dann, je nachdem, werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Planeten mehr haben. Und ab dann wird es auf Schwierigkeitsgrad leicht laufen, denn auch wenn ich euch eine Herausforderung hier bieten möchte, möchte ich umgekehrt doch mehr, dass das Projekt vorwärts geht. Und das tut es im Moment seit 2 Folgen nicht im allergeringsten. Und deswegen muss man das überordnen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal auf Schwierigkeitsgrad leicht. Und dann wird es hoffentlich etwas besser weitergehen. Also, in diesem Sinne dranbleiben und bis dann.